Hab ich's? Oh, ich hab's. Yay, Party. Oh, scheiße. Oh. Muss wahrscheinlich da hochspringen irgendwie. So, dann kann ich dahin und dann dahin. Jetzt bin ich hier. Sieht ja echt super hier hinter aus. Wunderschön. Okay. Hier mal an, ich bin mehr oder weniger versuchen nach diesem Computer-Ding, ne? Nach der Computertante, nach der GLaDOS. Black Mesa und Aperture. Okay. Observationsräume, große Weiten. Und irgendwelche. Es erinnert mich irgendwie so an Star Wars. Ihr kennt doch immer diese Stellen, da wo die Lichtschwerter so auf so hohen Brücken kloppen. Genau daran erinnert mich das gerade. Okay. Tja, da sind Sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz Ihrer Gewaltbereitschaft ist Ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien Sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Okay. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Ich weiß ja, was ich damit machen kann. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Mein Leben ist, glaube ich, schon ziemlich schlimm, oder? Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Wenn du mir davon abrätst, dann mache ich es eigentlich erst recht. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Oh ja. Also, jetzt mal im Ernst. Oh. Na gut, schön. Berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Ja, ja. Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Nee, verbrenn's einfach mal. Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Yep. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh, wow. Scheint dir auf jeden Fall nicht zu gefallen. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Okay. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Weisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Finde ich auch. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich schlimm. Hey! Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie?
gefordert. Viel Expansion und viel mehr Gewalt. Wer bist du? Was ist das? Wie war das? Du hast viele Fragen. Sie etwas? Ich hoffe sehr, Sie erwarten. Neugierigkeit ist hier anders. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist 10. Mir geht's bestens. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von... Dass ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Wo ist es jetzt hin, dieses komische Kugelding? Ich möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben. Eine große Party mit all ihren Freunden. Ich habe ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Ist aber sie schön. Sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern will. Um die niemand. Was ist das für ein Ding? Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Apropos neugierig. Sind. Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Ihre Wo ist es hin? Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Worum geht's ihnen denn? Ums Überleben. Dann sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich hab ihren Gehirnscan mit Backup, falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt vor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo! Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben und hier auch. Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Draußen ist nichts mehr so, wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie drin zu sein. Meine Wissenschaft. Wo ist es da? Ich komme dir gerade nicht hin, weil ich gerade etwas gedacht habe. Ich weiß nur, dass nur noch ich zwischen uns und Zeitpunkt stehe. Wenn Sie nicht ganz schnell einen ganz großen Supercomputer bauen können, ist es. Und jetzt? Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Lassen Sie es und sterben Sie endlich, oder ich lösche Ihr Backup. Stopp! Okay, genug, ich hab's gelöscht. Egal, was jetzt passiert, Sie sind tot. Sie bewegen sich noch weiter und Sie näher, Sie sind tot. Mehr Kaffee, mehr Bögen, mehr Experten, mehr Aufnahmen. Ich muss das machen. Okay. What the fuck? What the fuck? Alter, leck mich. Nein, ganz nicht, gar nicht gut. Was ist los? Hilfe. Hallo. Ich sehe nur noch weiß. Bin ich jetzt im Himmel? Bin aber nicht gläubig. GLaDOS. Aperture. Okay, ich bin wohl draußen. Thank you for assuming the party at Kurt's mission position. Danke. Hä, was? Ich hab irgendwas weggeschliffen. Hallo? Was ist das jetzt? Ich falle oder geht das nach oben? Geht das nach unten oder nach oben? Oder nach links und nach rechts oder einfach in alle Richtungen? What the fuck? Was geht ab? Was ist da los? Wow.
Leck mich fett. Leck mich einfach nur fett. Kabeltrommeln? Teller? Was sind das für komische weiße Dinge? Kugeln? Ein Kuchen. Aha. Wie, das war's schon. Portal 2, Portal 1 durch, oder wie? LOL! Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so schnell geht. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke, haha, that chance. Anyway, this cake is great. It's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das war das Portal 1 Let's Play. Unerwarteterweise sehr kurz eigentlich. Alter, das Spiel ist einfach nur geil. Das ist ja einfach nur geil. Alter, vor allem dieses Lied am Ende, das fand ich auch ziemlich episch. Okay, also episch in Anführungsstrichen, das war auch ziemlich cool. Boah, krass. Alter, was ein geiles Spiel. Boah, also die haben es einfach drauf, wenn es um Portal geht. Das ist ohne Witz, ey. Also Portal ist echt eines der Lieblingsspiele. Oh. Ja, ich wünsche euch dann noch viel Spaß mit anderen Let's Plays von uns, mir, wie auch immer. Oder ja, ich muss mich dann halt für dieses Let's Play wohl verabschieden und wünsche euch allen noch viel Spaß. Euer Vortex. Muhahaha. Und ich lebe noch. Woo. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead.
But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Maybe Black Mesa.